Wir arbeiten dran. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Übertragung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auf die Beamtinnen und Beamten umzusetzen, ist aus gutem Grund in diesem Hause hier unwidersprochene Tradition. Fast schon ritualisiert erfolgt die zeit- und nahezu inhaltsgleiche Umsetzung dieses Tarifabschlusses. Die regelmäßige Anpassung des Besoldungs- und Versorgungsrechts ist unsere gesetzgeberische Pflicht gegenüber unseren Staatsdienern, von den Sicherheitsbehörden bis in die Verwaltungseinheiten an den Schreibtischen. Sie halten diesen Staat durchsetzungsfähig und vor allen Dingen leistungsfähig. Der Gesetzentwurf besteht aus, ich habe nachgeguckt, 44 Seiten Tabellen und einigen Seiten mit viel Zahlen und Prozentzeichen. Unzählige beamtenrechtliche Vorschriften werden dabei angepasst. Vereinfacht gesagt passiert aber Folgendes. Wir geben unseren Beamtinnen und Beamten mehr verdientes und mehr erdientes Geld. So passen wir die Alimentation der Beamtinnen und Beamten auch an die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse im Land an. Ich denke, dass dies ein guter und ein vertretbarer Abschluss ist, der auf die Bediensteten im Beamtenstatus übertragen wird und, ich füge hinzu, auch übertragen werden muss. Es ist ein ausgewogenes Paket, das die Interessen des öffentlichen Dienstes einerseits und die des Bundes auf der anderen Seite in Einklang bringt. Die konkreten Zahlen haben wir schon von Herrn Staatssekretär Mayer gehört. Das zeigt, dass unsere Beamtinnen und Beamten es uns wert sind. Und eine Zahl möchte ich Ihnen dann doch nicht ersparen. Von 2018 bis 2020 nehmen wir 3,5 Milliarden Euro im Bundeshaushalt in die Hand, um diese Wertschätzung in Geld auszudrücken und auf diese Art und Weise ein Stück Respekt und Dank zu sagen. Die Herausforderungen für einen künftigen, leistungsfähigen und durchsetzungsstarken öffentlichen Dienst müssen uns dabei aber auch klar sein. Wir müssen die Ursachen von Überstunden bekämpfen. Das ist unsere Wohl- und Weheverpflichtung gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Ich kenne viele Behördenleiter, die sehr sorgfältige Anordnungen dazu getroffen haben. Aber wenn wir mehr staatliche Aufgaben durch Gesetze aufrufen, dann müssen wir auch für eine ausreichende Personaldecke am Ende des Tages sorgen. Die Gewerkschaft der Polizei hat nicht zuletzt deshalb ausgerechnet mit Stand Juli 2018, dass die Bundesbeamtinnen und Beamten der Polizei 2 Millionen Überstunden vor sich herschieben. Gerade deshalb haben wir als Sozialdemokraten maßgeblich in der vergangenen Wahlperiode für 6.000 neue Stellen bei den Bundessicherheitsbehörden Voraussetzungen geschaffen und gehen diesen Weg auch in dieser Wahlperiode in tausender Schritten weiter. Und wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, fällt der Abbau dieser Überstunden auch tatsächlich schwer. Und jetzt auf den Abbau der neuen Überstunden innerhalb eines Jahres zu drängen, ist, gelinde gesagt, das Verlangen einer Unmöglichkeit. Und im Übrigen ist es aus meiner Sicht auch nicht die feine englische Art, den Verfall von Überstunden anzuordnen, eingedenk dieser Unmöglichkeit. Und hier erwarte ich vom Bundesministerium des Innern eine zeitnahe, fürsorglichere Lösung für diese Überstunden. Kurzum, mehr Personal für die öffentliche Verwaltung führt zum Rückgang von Überstunden. Kluge Arbeitszeitmodelle führen am Ende des Tages aber auch zu höherer Motivation bei den Beamtinnen und Beamten. Auch über bessere Beförderungsmöglichkeiten und eine bessere Personalplanung müssen wir gemeinsam reden, damit aus Ausbildung und Beförderung angesichts der bevorstehenden Pensionierungen auch Erfahrung und Sachkenntnis in unseren Verwaltungen bestehen bleiben. Diese Punkte könnten aus meiner persönlichen Sicht sehr gut mit einer Debatte rund um die Modernisierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes aufgegriffen und aufgerufen werden. Ein Gesichtspunkt ist mir an dieser Stelle noch besonders wichtig. Die zunehmende Zahl von Übergriffen auf unsere Staatsdiener in Uniform ist äußerst beunruhigend. Ich war jüngst zu Gast bei der Duisburger Feuerwehr und den dortigen Sanitätern. Sie waren Opfer eines Übergriffes geworden, obwohl sie zur Hilfe gerufen worden sind. Nun arbeitet der Rechtsstaat und am Ende des Tages steht eine Verfügung einer Staatsanwaltschaft, die in unverständlicher Weise für die Betroffenen sagt, dass an der Verfolgung dieser Straftat kein öffentliches Interesse bestehe. Ich denke, wir müssen hier eine konsequentere Gangart zum Schutze unserer Staatsdiener finden. Wenn wir Menschen zur Verrichtung eines öffentlichen Dienstes auf die Straße schicken, dann müssen wir auch für ihre Sicherheit garantieren und dafür sorgen, dass sie nicht mit Gesundheitsschäden wieder zurückkehren. Applaus
Ein letztes Wort zu den Kommunen. Wir haben im Deutschen Bundestag in den vergangenen 4 Jahren Pakete geschnürt, die den Städten und Gemeinden Fördergelder und Entlastungen in zweistelliger Milliardenhöhe beschert haben. Das ist richtig und wichtig gewesen. Wenn wir die Bundesländer und die Mitglieder in den Stadträten bei allem gebotenen Sparzwang nicht ermuntern, ihren öffentlichen Dienst angemessen auszustatten, dann bringen all die Investitionspakete des Bundes relativ wenig, weil das energetisch sanierte Freibad geschlossen bleibt und die schönen, neuen, barrierefreien Wege im Stadtpark auch nicht gepflegt werden, wenn die Kommunen, wenn die Länder nicht angemessen Personal bereitstellen. Dieses Gesetz und die damit verbundene Redezeit ist eine regelmäßige Würdigung unseres öffentlichen Dienstes. Aber warme Worte in Plenarreden genügen aus meiner Sicht nicht. Diese Würdigung müssen wir mit einer Modernisierung und einer Stärkung des öffentlichen Dienstes vorantreiben. Die Herausforderungen, die ich benannt habe, liegen auf dem Tisch. Und ich lade alle Fraktionen herzlich dazu ein, dass wir diese Herausforderungen anpacken und einer sachgerechten Lösung zügig zuführen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der FDP der Kollege Konstantin Kuhn.